hier schon mal ganz cool zu sehen. DFB-Pokal Holstein Kiel, das ist schon was ganz Besonderes dann. Peace Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf eurem Zweitkanal, auf dem Reaction-Kanal. Ihr habt euch ein neues Video gewünscht und zwar geht es diesmal um das Thema Roomtour. Wie wohnt ein deutscher U20-Nationalspieler? Von einfach Fußball ist unten verlinkt das Originalvideo. Da schauen wir uns einfach mal rein, wie denn so ein Spieler wohnt. Ich kann es mir nicht ganz vorstellen, beziehungsweise U20-Nationalspieler wird noch nicht im Geld schwimmen, ohne dass es disputierlich klingen soll. Aber mal gucken, wie der gute Mann wohnt. Von Holstein Kiel schauen wir rein in die Reaction. Marvin August und ihr schaut einfach Fußball. Herzlich willkommen in meiner Wohnung. Kommt rein. Also hier sind wir erstmal im Flur. Halt nicht so viel Wert auf Dekorationen. Aber wir können ja schon mal zur Küche weitergehen. Was meinst du, nicht so viel Wert auf Dekoration? Ja, man ist ja alles so schlicht gehalten. Ich habe einen Tisch da, weißt du? Fühle ich den Mann, den fühle ich. Hier kommen wir zur Küche. Hier habe ich erst nach ein paar Wochen angefangen, wirklich was zu kochen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe es jetzt drauf. Ah, wo stellt der gute Mann seine Klamotten? Ein paar Wochen angefangen, wirklich was zu kochen. Aha. Wochen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich hab's jetzt drauf und mache mir gerne auch mal ein paar Nudeln oder sonst was, Steak, alles. Ich hab jetzt alles drauf. Ich muss einkaufen gehen, der ist ein bisschen leer. Aber das ist mein Kühlschrank. Ja, also ich esse sehr gerne Salat. Ja, der Salat mit der Kühlschrank ist auf jeden Fall leer, das trifft ganz gut. Fleisch. Dann habe ich hier Gurken, Tomaten. Apropos Salat für mich. So underrated, also was heißt underrated, ich esse jeden Abend Salat, also wirklich jeden Abend und finde Salat als Dessert geiler als zum Beispiel Eis oder Kuchen oder sonst was. Ich würde immer Salat nehmen, grüner Salat. Tomaten, alles, hier ist auch mal Besuch, ist nicht alles von mir, sage ich jetzt mal. Jetzt im Alltag, jetzt vom Fußball, ich mache mal den Kühlschrank zu. Jetzt im Alltag, in der Woche jetzt zum Beispiel, gehe ich halt manchmal mit den Jungs draußen was essen, das ist dann halt immer so unterschiedlich. Und sonst haben wir halt auch eine Möglichkeit beim Verein zu essen, wir kriegen zweimal die Woche Essen dort. Und das nehme ich halt dann auch wahr, weil ich dann auch keine Lust habe mir selber. Und zweimal die Woche kriegen die Essen, also vom Verein. Klar, gut, bei der A-Mannschaft ist es natürlich jeden Tag, aber hätte ich jetzt auch mehr gedacht. Zu Hause Essen zu machen. So, jetzt geht's weiter zum Wohnzimmer. Bevor es weitergeht, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Ganz, ganz wichtig, meine Freunde. Der Mann weiß, wie Social Media geht. Also hier geht's jetzt... Hey, Moment mal. Ja, geil. Genau, das war meine erste Couch, die ich noch damals in meinem Zimmer hatte, bevor ich die Wohnung genommen habe. Hatte ich genau diese Couch von Ikea, Alter. Und der Mann könnte mal durchaus... Ich will jetzt aber ein paar Bilder aufhängen. Es wirkt schon sehr. Und dann hier noch diese zwei Stühle. Also hier geht's jetzt ins Wohnzimmer. Aber zum Beispiel jetzt die Couch hier. Junge, wie geil ist das? Da ist gar nichts da. Also da ist eine Couch. Hier rechts Fernsehen. Das ist schon geil. Aber wahrscheinlich, das ist das Problem bei Fußballprofis. Die wissen nie, wie lang sind die jetzt eigentlich genau an diesem Ort. Lohnt es sich da? Ich muss das Mikro ein bisschen näher mich rannehmen, sorry erstmal dafür. Also wie lang bin ich hier? Lohnt sich das einzurichten? Was macht da alles Sinn? Das stelle ich mir ziemlich schwierig vor und vielleicht ist es auch so die Hauptmotivation bei dir jetzt im Einrichtungsstil. Hier benutze ich so gut wie gar nicht, also da sitze ich noch nicht mal drauf. Hier esse ich dann halt und gucke halt sehr gerne beim Essen, weil ich auch oftmals alleine esse, gucke ich dann halt gerne Fernseher dazu. Der war schon in der Wohnung drin gewesen, den habe ich mir dann einfach davor gestellt. Dann gucke ich gerne ein paar Serien oder ein paar YouTube-Videos. Und dabei lässt du dir nicht gerne über die Schulter schauen oder wieso ist genau das Fenster zu? Das geht nicht zu, also das hier ist kaputt. Würde ich das jetzt versuchen hochzumachen, wird das glaube ich abfallen. Und da es so warm ist zur Zeit in Kiel, lasse ich das einfach drauf, weil ich mache immer die Rollladen runter, damit es hier einfach nicht so heiß ist. Aber ich habe es auch so bekommen. Ich habe es nicht kaputt gemacht. Also hier einmal zu sehen, aha, ich und mein älterer Bruder. Hier schön die Schleichwerbung von einfach Fußball laufen lassen. Zu sehen,
ich und mein älterer Bruder, der ist 23 Jahre alt. Dann hier haben wir meine Mutter mit meinem Bruder. So habe ich ein bisschen Familie mit in Kiel genommen. Jetzt gehen wir weiter in mein Schlafzimmer. Jetzt muss aber langsam was kommen, sonst ist es echt ein bisschen mau. Man muss überlegen, U20, das ist mir jetzt auch gerade mal klar geworden. Das ist ja kein Erwachsener in dem Sinne, klar. Aber U20 ist schon, da ist man auch anders im Alter. Ja, das ist mein Schlafzimmer. Ich fange mal, glaube ich, dann hier bei meinen Klamotten an. Hier ist mein Kleiderschrank. Als ob der jetzt aufgeräumt ist. Beim besten Willen, wenn ich so eine Schiebetür hätte, bei mir ist alles offen. Das sieht zwar cool aus, aber da muss man mal aufpassen, wie es drin aussieht. Da, puh, könnte ich mir nichts garantieren. Meiner Meinung nach finde ich den ordentlich. Das ist immer sehr, sehr unterschiedlich, ordentlich, was ich trage. Mal Jogginganzug einfach, mal eine Jeans. Ich denke, da bin ich ganz flexibel. Der wäre eigentlich was für Changing Lines, würde ich jetzt mal behaupten, für unsere Modemarke. Vielleicht kann man dem jungen Mann auch was zuschicken, weil Style hat er auf jeden Fall. Aber auch ein bisschen basic, logischerweise. Bin ich auch nicht anders. Aber ihm wird, glaube ich, sowieso viel stehen. Also, ja. Und hier schon mal ganz cool zu sehen. DFB-Pokal Holstein Kiel, das ist schon was ganz Besonderes dann. Von meinem ersten Spiel jetzt im DFB-Pokal gegen Mannheim, wo wir leider ausgeschieden sind. Aber ich nehme das als schöne Erinnerung mit. Das war halt so das erste Mal richtig. Das fühle ich als Erinnerung, das Fußballfeld über 30 Minuten. Also ich finde das ganz, ganz schön. Früher zu Hause hatte ich das nicht so, dass direkt mein Fernseher so am Bett war. Und ich finde das einfach top. Ich werde das, glaube ich, jetzt immer so machen, weil ich liege sehr gerne im Bett und gucke dann irgendwelche Serien oder ich zocke mal ab und zu Playsy. Auch ganz wichtig, mein Ventilator in der Ecke, wenn es hier mal heiß ist. Ich hasse es, wenn es mir im Bett warm ist. Vielleicht kennt man ja, wenn man das Kissen umdreht. Das drehe ich, glaube ich, 10-mal um. Wie schläft man denn so als Fußballer? Ich finde es wichtig, dass ich auf jeden Fall meine 7,5-8 Stunden Schlaf habe. Dann fühle ich mich einfach so am fittesten. Und ich streue immer so einen Mittagsschlaf eigentlich nur ein, wenn wir abends ein Spiel haben. Der wird aber dann eher im Hotel immer gemacht, weil wir dann immer am Spieltag im Hotel sind. Was zockst du hier auf der Playsee so? Also auf der Playsee zocke ich immer nur Vollgeist mit einem Kollegen. Und mit FIFA habe ich komplett aufgehört, weil das passt gar nicht mehr in meine Nerven rein. So, jetzt gehen wir zum letzten Raum in meiner Wohnung. Das ist das Badezimmer. Spots. Ziemlich geil. Ich feiere so Deckenspots. Das hier. Hätte ich auch gern bei mir gehabt, aber ist schwierig, wenn du dann keinen Neubau hast. Ja, eigentlich für so ein Alter echt eine schöne Wohnung. Wo ich mich auf jeden Fall frisch halte. Da hinten ist meine Dusche. Hier habe ich noch eine schöne Badewanne, wo ich noch nicht baden drin war. Hier kommen wir noch raus zum Balkon. Man kann zu der Gegend sagen, es ist eine sehr junge Gegend. Also hier wohnen sehr viele Studenten. Auch nice mit dem Balkon noch. Ich wollte das auch so, dass ich eher so im Zentrum wohne, in der neuen Stadt. Das Einzige, was mich sehr stört. Ja, das ist immer das Ding als Fußballprofi, neue Stadt. Dann musst du da dich wieder zurechtfinden. Einrichtung macht keinen Sinn, das so krass zu personalisieren. Deswegen, ich fühle das schon, was er meint. An der Wohnung, ich habe hier unten direkt einen Kindergarten. Und wenn ich dann halt mal einen freien Tag habe, da schlafe ich auch mal gerne länger. Aber dann geht es schon um 8, 9 Uhr los, dass sie hier so schreien. Und das höre ich halt direkt, weil ich immer mit offenem Fenster schlafe. Aber nicht falsch verstehen, ich liebe Kinder. Einer meiner größten Träume ist es, selber mal später Kinder zu haben, eine gute Familie zu haben. Aber nicht, wenn ich schlafe. Ja. Und welcher Part gefällt dir am besten an der Wohnung? Also auf jeden Fall hier mein Zimmer mit dem Fernseher. Weil ich finde das einfach echt praktisch, dass der Fernseher direkt vor meinem Gesicht ist. Vorher habe ich mir ja ein Zimmer geteilt mit meinem Bruder. Und da stand der Fernseher aber ein bisschen weiter weg von den Betten. Und ich lag auch eher so seitlich. Und da habe ich das ist schon geil gemacht. Hier Kabel. Und so schief geguckt. Und ja, jetzt ist top. Ich bin zufrieden. Ja. Der Mann ist zufrieden auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr gut zu sehen. Ich denke, das wird sich noch einiges ändern, wenn der ein bisschen älter wird, logischerweise auch im Einrichtungsstil. Aber sympathischer Typ. Cool zu sehen, auch mal so Eindrücke, weil viele denken, oh, 20 Spieler, die sind schon so krass reich. Penthouse-Wohnungen und so weiter. Ist wohl nicht ganz der Fall. Finde ich auch gut so. Sonst schätzt man auch nicht mehr allzu viel, was danach kommt. Aber cooles Video. Hoffe, ihr habt Bock auf mehr. Gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und ciao.